sind super gespannt auf die neuen Luna-Episoden. Aber wisst ihr noch genau, was passiert ist? Falls nicht, hier nochmal eine Zusammenfassung für euch. Sprecherin! Hallo! Hey, du bist an der Reihe! Alles klar, das ist Luna, was bisher geschah. Alles fing in Cancun an, wisst ihr noch? Oh, Mexiko! Dort wohnt Luna mit ihren Eltern und natürlich auch Lunas bester Freund, Simon. Buh. Ich hab dich echt lieb, weißt du das? Ich dich auch. Dort lernt sie auch einige Leute kennen, die ihr Leben für immer verändern werden. Sharon Benson, ihre Patentochter Amber und natürlich Ambers Freund, Matteo. Hey, 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 hey! Carol, jetzt wird's interessant. Luna führt ein ruhiges, glückliches Leben. Bis eines Tages... Signora Benson würde uns gerne in Buenos Aires anstellen. Was? Plötzlich ist alles anders. Luna muss sich von ihrem alten Leben und von Simon verabschieden. Vergiss mich. Und nach Buenos Aires ziehen. Denk daran, dass das für Luna Valente der Anfang eines neuen Abenteuers ist. Am Anfang ist Luna ein bisschen verloren. Aber ihre positive Einstellung hilft ihr, sich schnell wieder besser zu fühlen. Bald entdeckt sie die German Roller Skaterbahn und lernt ganz viele neue Leute kennen. Nico. Gaston. Pedro. Jim. Yam. Ramiro. Jasmin. Delphi. Und Nina natürlich. Ah, hallo. Sie und Luna werden gleich zu besten Freundinnen. Luna vertraut ihr sogar die Wahrheit über ihre Familie an. Ich habe Adoptiveltern, aber das ist voll okay. Sie sind wirklich die allerbesten Eltern auf der ganzen Welt. Schon lustig, dass Luna und Nina so gute Freundinnen sind, obwohl sie so verschieden sind, oder? Lunas neues Leben in Buenos Aires scheint also okay zu laufen. Nur eines macht sie traurig. Simon und ich sprechen normalerweise jeden Tag miteinander. Seit gestern erreiche ich ihn nicht. Ich schätze, dass er mich vergessen hat. Doch eine große Überraschung wartet auf sie. Das glaube ich nicht. Simon! Buh! Hey, hör doch mal. Simon ist ausgewandert, nur um bei Luna zu sein. Das ist echte Freundschaft, gib's zu. Nicht nur Luna freut sich, Simon in Argentinien zu sehen. Nico und Pedro, die auf der Suche nach einem neuen Gitarrist waren, nehmen ihn als Teil der Rollerband auf. Ich freue mich schon riesig, mit euch zu spielen. Leider sind nicht alle so freundlich. Amber, die Königin der Bahn, befürchtet, dass Luna ihr die Show stehlen wird. Ich weiß nicht, was diese Kleine sich vorgestellt hat. Dass sie auf meine Bühne gehen und mich in den Hintergrund stellen kann? Und versucht, sie ständig von der Bahn fernzuhalten. Ihr habt meine Rollen verstellt? Was mir an Luna gefällt, ist, dass sie nie den Mund hält, wenn jemand gemein zu ihr ist. Da hast du recht. Andererseits ist Matteo manchmal viel zu freundlich gegenüber Luna, obwohl er eine Freundin hat. Na, hast du mich vermisst? Das macht Luna keinen Spaß. Du schon wieder. Findest du nicht auch, dass Matteo ein bisschen stur ist? Ein bisschen? Und auch Simon nicht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Die Rivalitäten werden deutlich mehr, als Luna entscheidet, zusammen mit Simon am Rollerskate-Wettbewerb teilzunehmen. Woo! Simon und Luna sind beim Wettbewerb dabei. Wir werden das beste Paar der Welt sein. Luna ist absolut unfähig. Sie hat null Rhythmus. Sie kann sich kaum die Schnürsenkel binden. Hey, Luna kann ihre Skates schon alleine anziehen. Trotz aller Konflikte ist der Wettbewerb ein voller Erfolg. Wow, ich will unbedingt sehen, wie... Bravo! Bravo! Super! Weiter so, Matteo! Ja, gut gemacht, Matteo und Amber. Leider läuft es nicht so gut für Ramiro und Jam. Sie kommen nicht in die nächste Runde. Simon und Luna andererseits... Du hast doch gesehen, wie die... Psst. Hey! Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Oh, stimmt, Nina. Fast hätten wir sie vergessen. Hey, Leute. Nina skatet nicht, hat aber dafür eine geheime Identität. Felicity Fornau. Wer ist das? Naja, nicht ganz. Sie startet ein Social-Media-Konto mit dem Namen Felicity Fornau und wird durch ihre inspirierenden Posts sehr beliebt. Wir dürfen nicht auf das verzichten, was uns glücklich macht. Denn auch wenn es schwerfällt, muss man stets ehrlich sein. Und ganz besonders zu sich selbst. Ein Mädchen mit Tiefgang. Alle möchten wissen, wer Felicity ist. Wer ist nur diese Felicity Fornau? Aber nur Luna erfährt die Wahrheit. Ja, ich bin's. Das ist wirklich echt krass. Mittlerweile proben Luna und Simon fleißig für die nächste Runde des Wettbewerbs. Es läuft nicht perfekt, aber es läuft. Autsch! Auch wenn Luna manchmal abgelenkt wird. Komm schon, Lieferfee, lass mich jetzt nicht hängen. Das findet Simon gar nicht lustig. Du wirst Luna gefälligst in Ruhe lassen, sonst haben wir beide nämlich ein großes Problem, Matteo. Ach, herrje, jetzt habe ich aber Angst. Zweite Runde! Bing, 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 bing! Ich bin für Simon.
Ach was, komm schon. Und Amber natürlich auch nicht. Das war unser Lied. Es ist aus. Aber sie und Matteo versöhnen sich gerade noch rechtzeitig, um am Wettbewerb teilzunehmen. Der Auftritt von Luna und Simon läuft nicht so ganz wie geplant. Au, schon wieder? Aber sie bleiben trotzdem im Rennen, weil Delphi und Gaston disqualifiziert werden. Das ist alles deine Schuld. Das ist doch ein Witz. Aber das ist für Gaston nicht so schlimm, weil er an jemand anderem interessiert ist. Felicity for now. Auch wenn er keine Ahnung hat, wer sie ist. Er ist hier. Das nutzt Delphi zu ihren Gunsten und gibt sich als Felicity aus. Ich bin Felicity for now. Nein, arme Nina. Mhm. Wie lange willst du vorgeben, Felicity zu sein? Bis Gaston in mich verliebt ist. Zur gleichen Zeit bereiten sich alle auf die neue Open Show vor. Fang an. Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Ich hab genug gehört. Augenblick, jetzt sing ich das mal. Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. War ich gut? Bin ich dabei? Nein? Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Nach der erfolgreichen Show gehen die Proben für den Wettbewerb weiter. Doch zwischen Luna und Simon hat sich etwas verändert. Ich bin aus Mexiko weggegangen und habe alles hinter mir gelassen, um in deiner Nähe zu sein. Ich könnte keinen einzigen Tag ohne dich sein. Auch wenn Luna es nicht akzeptieren will. Simon ist offensichtlich verrückt nach dir, das habe ich dir schon 1000 Mal gesagt. Aber jetzt ist es Zeit, sich auf den Wettbewerb zu konzentrieren, weil die Sieger das Jam und Roller beim internationalen Wettbewerb vertreten werden. Es steht viel auf dem Spiel. Mir gehört der internationale Wettbewerb. Ich habe zwar wirklich keine Ahnung, ob ich gewinnen werde, aber ich werde alles daran setzen, es zu schaffen. Und ratet, wer gewinnt? Luna und Simon vertreten das Jam und Roller im Finale. Amber ist sprachlos. Ihr größter Albtraum ist wahr geworden. Was für ein Gefühl ist es, Ersatzpaar zu sein? Ich glaube, ich habe die meiste Angst vor Amber, wenn sie gar nichts sagt. Sie bleibt aber nicht lange ruhig und fängt an, Pläne zu schmieden, um Lunas Teilnahme am Wettbewerb zu verhindern. Völlig egal, was du tust, um dein Ziel zu erreichen. Hauptsache, du erreichst es. Wow. Das ist ein fieser Blick. Aber kümmern wir uns kurz nicht um Amber, denn los geht's zum Wettbewerb. Es ist soweit. Los geht's. Oh, wie aufregend. Die Konkurrenz scheint hart zu sein, aber alle sind motiviert. Meine Skills können es kaum mehr erwarten. Das ist, was ich sehen will. Dieses Feeling für den Partner. Doch als Luna Simon mit einer anderen Skaterin sieht, verwirrt sie das plötzlich. Dir gefällt Simon. Oh, ich weiß nicht. Ja, nein, doch nicht. Ja, nein, vielleicht aber doch. Was weiß denn ich? Ich bin verwirrt. Ja oder nein? Simon bemerkt das und entscheidet sich dazu, Luna seine wahren Gefühle zu gestehen. Ich schaffe es nicht, über meine Gefühle zu sprechen. Das fällt mir mit Musik irgendwie leichter. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones. Der Junge ist ein Romantiker, das muss ich zugeben. Ja, aber mal ehrlich, wie reagiert man darauf? Ja, wie? Du sagst, wir sind nur Freunde, sonst nichts. Ich weiß nicht, was gerade mit uns geschieht, aber ich will weder dich noch deine Freundschaft verlieren. Wir sprechen einfach darüber, wenn der Wettbewerb vorbei ist. Für Matteo und Amber läuft es anders. Matteo kann Ambers Intrigen nicht mehr ertragen und macht mit ihr Schluss. Es ist aus mit uns. Was? Das motiviert sie, einen letzten Plan gegen Luna zu starten. Die Einzige, die an dem Wettbewerb teilnehmen wird, werde ich sein. Doch ein Fehler in Ambers Plan? Simon, wo steckst du bloß? Sie bringen mich ab sofort ins Hotel zurück. Bringt Luna und Matteo im großen Finale zusammen. Du musst das mal positiv sehen. Sein Ersatz ist wirklich nicht so schlecht. Du bist 1000 Mal hingefallen und wieder aufgestanden. Willst du jetzt aufgeben? Komm jetzt. Apropos großes Finale. Hat euch der Schluss auch überrascht? Was wird wohl zwischen Luna und Matteo passieren? Und zwischen Luna und Simon? Wie geht der Wettbewerb wohl weiter? Wird Gaston herausfinden, wer Felicity ist? Und kommt die Wahrheit über Sol Benson raus? Alles wird beantwortet bei den neuen Folgen von Luna ab 17. Oktober 19:20 Uhr im Disney Channel.
Wir sehen uns!